Herzlich willkommen am Reformationstag 2020 zum ökumenischen Gottesdienst hier auf dem YouTube-Kanal Meppen mag dich. Schön, dass Sie sich eingewählt haben und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Seit 2017 kommen wir in Meppen zu gemeinsamen Reformationsgottesdiensten zusammen. Linksseitig der Ems, die reformierte Kirchengemeinde St. Maria zum Frieden und die Bethlehem-Gemeinde, rechtsseitig der Ems, St. Paulus, Propstei, die Baptisten und Gustav Adolf. Auf beiden Seiten versammelten sich jedes Jahr viele Gemeindeglieder zum Gottesdienst, um zu singen, zu beten, auf Gottes Wort zu hören. In diesem Jahr sah sich allerdings keine Gemeinde in der Lage, unter Corona-Bedingungen einen Präsenzgottesdienst mit vielen Gottesdienstteilnehmern zu feiern. Das Abstandsgebot hätten wir nicht einhalten können. Und so haben wir uns für dieses Online-Angebot entschieden. Mit Ihnen an den Endgeräten feiern hier im GEM den Gottesdienst Achim Held, Pastor der evangelisch-lutherischen Bethlehem-Kirchengemeinde, Ralf Fellbrock von der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Ost, Obst Günther Böltel von der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Süd, Pastor Friedrich Knupp für die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Meppen, Pater Benny Matthew von der Pfarreiengemeinschaft Meppen-West, Pastor Hajo Rebers von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Meppen und Pastor Ralf Krüger von der Gustav-Adolf-Kirchengemeinde. Wie jeden anderen Gottesdienst, so feiern wir auch diesen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, auch heute sind wir hier in Meppen wieder aus unseren verschiedenen Kirchen zusammengekommen, um gemeinsam das Reformationsfest zu feiern. Wir schauen zurück, schuldbewusst, weil wir um die Trennung wissen, aber auch dankbar, weil du uns jetzt neue Wege des Miteinanders aufzeigst. Wir blicken nach vorn, hoffnungsvoll, aber nicht ohne Sorge. Deine Kirchen brauchen Erneuerung, heute wie einst. So bitten wir dich, lieber Vater im Himmel, schenke uns um Jesu Christi willen, was uns miteinander die neuen Wege finden lässt. Vergebung der Schuld und neue Hoffnung. Wir vertrauen darauf, dass du uns verheißen hast, siehe, ich mache alles neu und mit uns gehst, alle Tage und alle Wege bis in deine Herrlichkeit. Darum bitten wir in Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Reformation, Erneuerung der Kirche, Erneuerung des Glaubens. Was feiern wir eigentlich? Ein Bild mag uns das verdeutlichen. Im Zentrum steht Gott. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Und er fügt hinzu, deinen Nächsten wie dich selbst. Um dieses Zentrum ziehen wir mit dem Zirkel einen Kreis, unsere Welt. So aber stehen Gott und Welt beziehungslos zueinander. Wenn wir die Beziehungslinien einfügen, dann entsteht ein Rad. Auf diesen Linien, auf diesen Speichen, bewegen wir Menschen uns hin zu Gott, zum Zentrum unseres Lebens, aber auch fort von ihm an den Rand. Der christliche Mönch und Abt Dorotheus, der im 6. nachchristlichen Jahrhundert lebte, sagt zu diesem Bild: Seht, das ist die Natur der Liebe. Umso mehr wir draußen sind
und Gott nicht lieben, um so viel haben wir auch jeder zu seinem Nächsten Abstand. Wenn wir uns nämlich von Gott trennen und uns nach außen abwenden, dann ist offensichtlich, dass wir, so viel wir weggehen, uns von Gott entfernen, ebenso viel entfernen wir uns voneinander, und so viel wir uns voneinander entfernen, so viel entfernen wir uns auch von Gott. Wenn wir aber Gott lieben, nähern wir uns Gott so viel durch die Liebe zu ihm, so viel wir durch die Liebe zum Nächsten eins werden. Und so viel wir in der Liebe zum Nächsten eins werden, werden wir mit Gott geeint. Die letzten Jahre haben uns in unseren Kirchengemeinden Meppen enger zusammengeführt. Und so wollen wir versuchen, miteinander uns eng um das Zentrum unseres Glaubens, das Zentrum des Rades, um Gott zu scharen. Steht im Römerbrief im 3. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart,
bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Hören wir eine Übertragung der Seligpreisungen aus der Bergpredigt von Jesus aus dem Matthäusevangelium, unterlegt mit Musik. Wissen, dass ihr Leben ein Geschenk Gottes ist, ganz und gar. Glücklich alle, die weinen und sich ihrer Tränen nicht schämen. Glücklich alle, die ihre Stärke einsetzen, zur Vergebung, nicht zur Rache. Glücklich alle, die spüren,
was ihnen selbst und anderen fehlt. Gerechtigkeit, Heimat und Erbarmen. Glücklich alle, die weder urteilen noch verdammen, weil sie sich erinnern, was sie selbst empfangen haben. Glücklich alle, die nicht nach Lohn fragen, sondern dienen, ohne zu heucheln. Glücklich alle, die Frieden stiften, auch wenn man es ihnen nicht immer lohnt. Glücklich alle, die Undank und Missverständnisse ertragen, weil ihnen am Glück der anderen gelegen ist. Gott wird ihnen die Macht geben, glücklich zu sein. Auch im Jahre 2020 begehen wir gemeinsam den Reformationstag. Wir begehen ihn seit dem Reformationsjubiläum im Jahre 2017 und wir begehen ihn gerne miteinander. Wir sind als Christen miteinander unterwegs und wir feiern unseren Glauben miteinander. Und es ist kein Zufall, dass damals Martin Luther am 31. Oktober seine 95 Thesen am Vorabend des Allerheiligenfestes an die Kirche in Wittenberg genagelt hat. Er wollte damit etwas ausdrücken und aus diesem Ausdruck heraus leben wir auch heute noch. Morgen feiern die katholischen Christen Allerheiligen, sie besuchen die Gräber. Sie beten für ihre Verstorbenen und sie beten für sich. Sie gedenken des Weges der Verstorbenen. Und um in dem schönen Bild vom Wagenrad zu bleiben, glauben wir, dass unsere Verstorbenen nun im Zentrum dieses Wagenrades sind, nämlich bei Gott angekommen. Dafür sagen wir Danke und bitten gleichzeitig darum, dass auch wir dieses Zentrum, dieses Ziel irgendwann erreichen können. Der Reformationstag. Ganz bewusst hat Martin Luther damals seine Thesen genannt. Er hat sich dagegen gewehrt, dass aus dem Glauben ein Geschäft wird. Er hat sich dagegen gewandt, dass man Gottes Gnade kaufen kann. Wer den Luther-Film einmal gesehen hat, der hat vielleicht auch bemerkt, wie Martin Luther im Jahre 1511 für seinen Großvater beten wollte. Er ist dann die Stufen des Lateranpalastes hochgeklettert auf den Knien, hat auf jeder Stufe ein Vaterunser gebetet und hat dann am Ende das Geld in den Kasten geworfen, sich aber vielleicht auch gefragt, wer sagt eigentlich, ob das alles wohl wahr ist? Kann man Gott wirklich auf eine solche Weise gnädig stimmen? Martin Luther war fortan immer wieder auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Er hat diesen gnädigen Gott gesucht mit all seiner Kraft und ihn dann am Ende auch gefunden. Und er hat gemerkt und uns diese Botschaft gegeben, dass wir Gott nicht gnädig stimmen müssen, sondern
dass Gott aus seiner Liebe heraus eben ein gnädiger Gott ist. Das Beten für die Verstorbenen hat Martin Luther ganz bewusst gefördert, auch in seiner ersten These. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße und glaubt, dann wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen der Buße gewidmet sei und eben der Rückkehr in das Glaubensleben hinein. Und dafür können wir, auch wir Katholiken, ihm durchaus dankbar sein. Die Gläubigen wollen für sich Gnade finden. Die Gläubigen suchen bei Gott diese Gnade für sich und eben auch für ihre Verstorbenen. So ist das Glaubenssuchen keine Geschäftssache, sondern es ist ein Akt der Gnade und ein geschenkt, beschenkt werden. Der Glaube an Gott und die Gnade Gottes, die wurden für Luther immer zentraler. Und irgendwann hat er gemerkt, dass auch Luther, wieder im Bild mit dem Rad und den Speichen, vielleicht auch mit uns auf diesen Speichen unterwegs ist, um uns irgendwann hinzuziehen auf die Mitte, auf das Zentrum, das er dann selber ist. So hat Martin Luther gemerkt und gelernt in seinem Leben, dass der Mensch aus Glaube gerecht wird und dass Gott uns immer entgegenkommt, und zwar nicht mit einer geöffneten Hand, die etwas von uns erwartet oder Erfüllung, sondern mit einer ausgebreiteten Hand, mit ausgebreiteten Armen, um uns letztendlich zu sich zu ziehen, wo wir geborgen sind. Das gilt aber für uns heute schon auf Erden. Wir haben das gerade in den Seligpreisungen gehört, die an diesem Tag und morgen auch an Allerheiligen so gerne gelesen werden. Der Mensch wird dann selig oder glücklich im Hier und Heute, wenn er nicht für sich lebt, sondern wenn er für die Menschen lebt, die ihm beigesellt sind. Und wenn wir das können, den Menschen lieben, den Nächsten lieben, dann werden wir auch in diese Gottesliebe mit hineingenommen und dann können wir aus der Gottesliebe heraus leben. Der Glaube ist es, der uns gerecht macht. Das können die Katholikinnen und Katholiken heute auch unterschreiben. Christus ist für uns diesen Weg vorangegangen zum Vater und wir alle miteinander, wir Christen, gehen diesen Weg mit ihm. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, sondern Gott ist gnädig und barmherzig und er will das Heil aller Menschen, der Lebenden und der Toten. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Und heute am Reformationstag sprechen wir das große Glaubensbekenntnis, das Nicänum, das ja oft für die großen Festtage vorbehalten ist. Wir beten gemeinsam. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten.
Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Fürbitte halten. Wir danken dir, Dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche. Du bist gerecht und gnädig. Wir danken dir für dieses Fest der Erinnerung. Segne alle, die heute zusammenkommen, um in aller Welt dein Wort zu hören und dich anzubeten. Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Wir danken dir, Dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche. Zur Freiheit hast du uns berufen. Wir danken dir für den Mut der Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen. Segne alle, die sich heute zu dir bekennen und um deinetwillen verfolgt werden. Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Wir danken dir, Dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche. Du schenkst uns Versöhnung und Frieden. Wir danken dir für alle, die Brücken bauen zwischen den Konfessionen, Religionen und Nationen. Segne alle, die Frieden stiften und sich um die Einheit deiner Kirche bemühen. Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Wir danken dir, Dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche. Du bist Quelle und Brot. Wir danken dir für alle, die gegen den Hunger in der Welt kämpfen. Segne alle, die der Not ihre Liebe und Tatkraft entgegensetzen. Beschütze Flüchtlinge, Heimatlosen und alle, die ohne Obdach sind. Im Namen Jesu Christi rufen wir zu dir. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Wir danken dir, Dreieiner, ewiger Gott. Wir sind deine Kirche. Du bist unsere Zukunft. Wir danken dir für unsere Kinder. Segne sie und lass du dich von ihnen finden. Berühre sie mit deinem Wort und deiner Liebe, so wie du uns berührt hast, wie du unsere Mütter und Väter zum Glauben gerufen hast. Du gehst mit uns durch diese Zeit und führst uns zur Ewigkeit.
Voller Vertrauen rufen wir zu dir im Namen Jesu Christi. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Gott ist die Mitte, auf die wir uns hinbewegen wollen, zu der uns Jesus führen will, ja sogar ziehen will, werden wir ihn lassen. Dieses tun wir als Christen gemeinsam, und ein Gebet drückt unsere Gemeinsamkeit mit am besten aus. Und so lasst uns dieses Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stellen, kommen wir noch einmal auf das Eingangsbild vom Rat zurück. Gott im Zentrum. Ihn lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Wenn wir mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen, entdecken wir ganz bestimmt viele Gegenstände, die uns an Gott und unseren Nächsten erinnern können, wenn wir uns denn erinnern lassen. Diese Bilder haben wir zusammengestellt. Und mit etwas Fantasie entdecken wir im Alltag ganz bestimmt noch viele, viele andere Symbole, die uns an Gott, an unseren Nächsten, aber auch an uns selbst verweisen, dass wir zu unserem Zentrum, zu Gott finden. Ein Ausblick an dieser Stelle noch auf die vor uns liegende Zeit, auf die Weihnachtszeit. Noch einiges hin, aber sie wird kommen. In diesem Jahr werden wir ganz bestimmt nicht wie gewohnt zu den großen Gottesdiensten, insbesondere Heiligabend, zusammenkommen können. Deshalb möchten wir wieder in diesem Format zusammenkommen, wieder mit Ihnen auf diesem YouTube-Kanal Meppen mag dich Gottesdienst feiern. Dazu laden wir alle miteinander Sie schon an dieser Stelle ganz herzlich ein und freuen uns, wenn wir uns dann wiedersehen. Ja, nun lasst uns unter Gottes guten Segen stellen. Lasst uns leben mit der Gewissheit, dass Jesus Christus uns bei unserem Namen gerufen hat und wir zu ihm gehören.
Lasst uns leben mit der Absicht, Gott unseren Dank zu sagen, in Worten und Taten. Und lasst uns leben mit der Zusage, dass Jesus Christus bei uns sein wird, alle Tage, bis ans Ende dieser Welt. Gott der Herr segne und behüte uns. Gott der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns allen seinen Frieden. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Zeit und Liebe.